Lange bevor Jesus Christus auf die Erde kam, hatte Jesaja, ein Prophet aus dem Alten Testament, über Jesus, den Messias, geschrieben. Und er schrieb: Dann lässt er Blinde wieder sehen und schenkt den Tauben das Gehör. Der Lahme springt dann wie ein Hirsch, der Stumme jubelt froh. Heute wollen wir uns so eine Begebenheit einmal genauer ansehen. In den letzten beiden Teilen unserer Bibelreihe ging es darum, dass die Bibel von Anfang bis Ende eine bestimmte Person vorstellt. Im ersten Teil der Bibel wird auf Jesus Christus hingewiesen und im zweiten Teil wird dann sein Leben beschrieben und gezeigt, welche Auswirkungen sein Leben und sein Wirken auf das Leben von uns Menschen hat. Jesus war als jemand angekündigt worden, der Menschen gesund machen würde. Jemand, der dafür sorgen würde, dass zum Beispiel Blinde auf einmal wieder sehen konnten. Und genau von so einer Begebenheit möchte ich dir einmal erzählen. Stell dir einmal einen blinden Mann vor, der ein ziemlich trostloses Leben führt. Durch seine Blindheit ist er dazu gezwungen zu betteln, um überhaupt überleben zu können. Er heißt Bartimäus. Und jetzt stell dir mal eine große Menschenmenge vor, die ganz aufgeregt ist, weil Jesus da ist. Sie wollen sehen, was er tut und hören, was er zu sagen hat. Aber sie fühlen sich ziemlich gestört, denn ununterbrochen schreit jemand: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Dieser Bettler nervt. Er stört die fröhliche Atmosphäre. Aber je öfter man ihn auffordert, endlich still zu sein, desto lauter schreit er. Nur einer scheint sich überhaupt nicht von den Rufen gestört zu fühlen. Jesus bleibt stehen und fordert die Leute auf, den Blinden zu ihm zu bringen. Als er das hört, ist Bartimäus nicht mehr zu halten. Er springt auf und kommt zu Jesus, der ihm eine ganz einfache Frage stellt. Was möchtest du von mir? Und Bartimäus gibt wahrscheinlich die logischste Antwort, die man von einem blinden Menschen erwarten kann. Er sagt: Herr, ich möchte sehen können. Jesus sagt zu ihm: Geh nur, dein Vertrauen hat dich geheilt. Im gleichen Augenblick konnte der Mann sehen und folgte Jesus auf dem Weg. Jesus reagiert darauf, wenn jemand ernsthaft nach ihm ruft. Er reagiert darauf, wenn er bei einem Menschen echten Glauben sieht. Immer wieder heilte er Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten, wenn er sah, dass sie wirklich an seine Person glaubten. Diese Wunder, die Jesus tat, waren etwas sehr Besonderes für die Menschen. Und viele von ihnen folgten Jesus eine Zeit lang auf Schritt und Tritt, um keines dieser Wunder zu verpassen. Aber das war nicht der eigentliche Grund gewesen, weshalb er als Mensch auf die Erde gekommen war. Er bot den Menschen viel mehr an als die Heilung von einer körperlichen Krankheit. Der Grund für sein Kommen ging viel weiter, viel tiefer. Wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, dann wirst du diesen Grund erfahren. Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.